Ich habe noch nichts getroffen hier. Das ist echt zum verrückt werden. Die Zeit läuft. Oh! Was war das? Hallo, ich treffe heute den Generalsekretär der FDP Niedersachsen, den innenpolitischen Sprecher der FDP und den Sprecher der jungen Gruppe der FDP. Und das Verrückte ist, ich treffe heute nur eine Person. Herzlich willkommen, Konstantin Kuhle. Hi! Wie sieht's aus? Ja, ganz gut. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Sie. Ich auch. Ja. Weil drei Parteiämter, bleibt da überhaupt noch Zeit für lukrative Nebenjobs? Nee, das muss man dann an den Nagel hängen. Aber wenn man Politik richtig machen will, dann hat man für den Rest nicht so viel Zeit. Und Sie wollen so richtig Politik machen und sind trotzdem in die FDP eingetreten? Ja, das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Oder? Ja, aber ja. Man gewöhnt sich dran. Ja. Ich finde, Sie sind ein sympathischer Typ. Ist das in der FDP eher ein Vor- oder ein Nachteil? Einerseits Alleinstellungsmerkmal, andererseits Außenseiter? Ich finde eigentlich alle bei uns ziemlich sympathisch. Die sind alle total nett. Kämmerich? Ja, auf Bundesebene. Und in Niedersachsen. Also Kämmerich nicht so. Ich dachte, um den geht es heute gar nicht. Es geht hier immer um alles. Ach so. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Los geht's. Dann ganz kurz zum Spiel. Für euch geht's gleich ins Jahr 3007. Wir sind die einzigen Menschen, die überlebt haben. Ja. Ein Mitglied von der FDP. Ja, also. Das ist aber unfair. Hätte man es eher den Grünen gegönnt. 50%. Ist gut. Ja. Okay, krass. Ich sehe Sie jetzt auch. Ja, sehen Sie mich denn? Aber nur so schematisch, ne? Also wir sind so ein. Okay. Also wir haben jetzt noch. Wir haben noch kein Gesicht, wir haben noch kein Profil. Auch das kennt man bei der FDP. Wir können uns jetzt sogar theoretisch High Five. Wollen wir machen? Obwohl, darf man das in Corona? Wir sind ja virtual. Mit den Dingern? Na, krass, okay. Hier kann man sich den Avatar aussuchen, ja? Ganz genau. Wir haben also vier Tiere. Fuchs, Eule, Kuh und Affe. Wo fühlen Sie sich am ehesten hingezogen? Na, zum Fuchs natürlich. Ich hab's mir gedacht. Hier gehe ich gleich rüber. Und warum? Warum der Fuchs? Na, weil der Fuchs schlau ist. Ja. Der Fuchs weiß, wie es läuft. Aber er hat auch die Gans gestohlen. Ja, aber die gibt er ja wieder her. Ja, genau. Was jetzt passt zu mir? Was würden Sie sagen? Hier, das Schwein da. Es gibt überhaupt kein Schwein. Was ist das mit Ihnen los? Ich dachte, ist das nicht ein Schwein hier? Wollen Sie mich hier direkt hier irgendwie dissen oder was? Ein Schwein, das ist eine Kuh. Ja, dann nehmen Sie doch die Kuh. Nee, ich nehme den Affen. Ah, gut. Der ist das perfekte Tier für die Bananenrepublik. Jetzt muss man das hier in so einen Bottich reintun. Zack. Und zack sind Sie der Fuchs. So, das ist unser Raumschiff. Wir müssen dieses Huxley finden. Ihr seid unser auserwähltes Team für diese Mission. Wenn ich mich so umgucke, hätte die Politik vielleicht doch besser auf Fridays for Future hören sollen. Also was sollen wir denn überhaupt? Wir müssen jemanden finden. Wir haben ein Signal bekommen von der Erde, dass wir... so, und es gibt verschiedene Sachen, die leuchten. Es gibt halt auf jeden Fall hier diese Ampullen, ne? Okay, was... Ja. Ja, okay. Und da könnte man ja mal gucken, ob das farblich... Da so rein, ne? Zack, das geht auf jeden Fall schon. Sie haben ja mit 13 Ihren Schülerausweis gefälscht. Ja, ich habe mein Geburtsjahr falsch angegeben, damit ich bei den jungen Liberalen... Ja, normalerweise macht man das, um Alkohol zu kaufen. Machen Sie sich bitte mal ein bisschen nützlich, weil es ist auch sonst... Aber wie verzweifelt, wie desorientiert ist man als Jugendlicher, wenn man den Schülerausweis fälscht, um dann der FDP beizutreten? Ja, das stimmt. Man kann seine Jugend auch anders verbringen, aber es war schon im Nachhinein ganz witzig. Und ich habe eine Menge gelernt und... Genau, aber man kann auch andere Dinge machen als Jugendlicher, das stimmt schon. Habe ich auch gemacht. Waren Sie ein wilder Typ? Ach naja, ich weiß nicht so genau. Kam ganz drauf an, kam ganz auf die Tageszeit und auf den Pegel an, würde ich sagen. Hier ist so ein Dinger. Ja. Was könnten wir damit können wir kämpfen. Was sitzt denn so auf Gewalt aus? Naja. Sieht jetzt wahrscheinlich... Es sieht wahrscheinlich in der echten Realität nicht so geil aus wie virtuell. Aber vielleicht sieht es auch in der Realität total geil aus. Ja, könnte schon sein. Wie bei den Koalitionen hier müssen wir so ein bisschen die richtige auswählen. Nur, dass irgendwie Gelb nicht dabei ist, das ärgert mich natürlich. Nee, das ist schon absichtlich so. Das ist ganz nah an der Realität. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Also jetzt würde ich Folgendes sagen. Sie stecken nochmal Ihren Schwengel in, also den... Ach, wie soll man das denn formulieren, dass es nicht so zweideutig klingt? Sie stecken den... pinken Stab in das pinke Loch. Ach, das ist irgendwie nicht Und wie möglich. Rum? So, andersrum. Okay.
Ja, okay, nochmal. Jetzt okay. Ich den hier. Ja. Und jetzt sieh nochmal den blauen, der sich gleich öffnet. Man muss immer nur einmal reinstecken. Okay. Achso, sie stecken, nein, nein, sie stecken den zu oft. Ah, Gott, nochmal. Wir machen so eine Porno-Version fürs Darknet noch. Jetzt stecke ich den in den und jetzt stecken sie den blauen nochmal schnell in den blauen. Sie haben den blauen verloren. Wo ist der blaue, denn der blaue. Jetzt haben wir schon wieder, schnell, schnell. Attacke. Gehen Sie einfach mal durch und sagen Sie mir, was passiert. Okay, Sie leben noch, ne? Dann komme ich mit. Es ist aber sehr dunkel. Wow. Oh, ist aber schön. Pass mal auf, wir können ja mit den Spiegeln die Laserstrahlen steuern. Das machen wir jetzt. Also hätte Christian Lindner gewusst, dass hier so viele Spiegel sind, hätte er den Job angenommen, oder? Aber kann man sich da drin überhaupt sehen? Ist er ein eitler Typ? Was würden Sie sagen? Nee. Herr Lindner? Sagen Sie das Nö nochmal, das klang sehr ironisch. Ich weiß gar nicht, was das ist. So. Ja, das ist es doch, oder? Ist es eigentlich okay, dass ich Sie das alles machen lasse? Ja, ich habe ja Spaß, auf jeden Fall. Ja, klar. Das sind ja mehrere Spiegel. Achso. Ja, jetzt, Sie müssen mich das schon machen lassen. Ja, ja, also jetzt nicht mich gut, das machen lassen ja, und dann aber doch irgendwie Tipps geben. Nee, gut, Sie machen das. Ich sag gar nichts mehr. Ah, so. Sehr jetzt. Gut. Wie schwierig ist das eigentlich, Regierung zu kritisieren und deren Maßnahmen, ohne dass man direkt zu einer Hygienedemo eingeladen wird? Das ist ganz einfach. Man muss das einfach sachlich machen. Ja. Ein bisschen sagen, was man meint. Ja, so wie Herr Kemmerich. Naja, ich meine schon, dass wir das im Bundestag ganz gut hinkriegen. Ja, aber er hat es doch wieder versaut und geht dann bei der Hygienedemo mit, zieht sich den Mundschutz nicht an. Also das Gesetz des Zufalls müsste doch dafür sorgen, dass er einmal was richtig macht, oder? Ja, aber haben Sie nicht unsere geilen Aktionen im Bundestag gesehen, wie wir da die Regierung kritisiert haben? Das war doch super. Eine geile Aktion von der FDP im Bundestag? Absolut. Ich kann mich nicht erinnern. Kommen Sie mal mit, dann zeige ich Ihnen das mal. Okay. Wir müssen uns jetzt echt mal kurz, wir müssen uns kurz mal zusammen. Ja, okay. Wir müssen kurz Teambesprechung. Hier, da ist was Grünes und der grüne Ball und das schmeißen wir jetzt dahin. Wohin denn? Sie können es ja nicht irgendwo hinschmeißen. Okay. Jetzt auch nicht übermotiviert sein. Kurz überlegen. Stellen Sie sich vor, Sie werfen auf den politischen Gegner. Wer ist das? Die Extremisten, würde ich sagen, sind der politische Gegner. Die versuchen, unser Land zu einem anderen Land zu machen. Die sind der Gegner. Und gegen die müssen wir zusammenstehen und auf die müssen wir werfen. So. Scheiße, ich hab dich getroffen. Man hat das Gefühl, die FDP besteht nur aus Christian Lindner. Das stimmt doch nicht, das sagen doch. Sie einfach nur so. Nee, das ist so. Ach, das ist doch Quatsch. Wie finden Sie das Warum denn? Warum haben Sie mich denn dann eingeladen, wenn die FDP nur ja, aus Christian Lindner? Ja, weil der nicht wollte. Ach. Hätte zugesagt, hätten wir den genommen. Ja, aber dann hat er ja jemand anders gefunden. Erstmal. Ja, aber es ist doch so. Warum sind denn die letzte Garnitur wurde dann hierher geschickt. Ja, schon die Nein, die FDP besteht natürlich nicht nur aus Christian Lindner. Ja, aber gefühlt schon, wenn man Nein, sich so... Nein, das stimmt nicht, das sich ein. Das stimmt gar nicht. Ich habe noch nichts getroffen hier. Das ist echt zu verrückt, wenn die Zeit läuft. Aua! Was war das? Aua! Oh, alles gut. So. Muss doch mal hier ein bisschen was vorangehen. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Gibt es doch nicht! Ist das geil. Aber das macht Spaß. Das macht Ihnen Spaß? Ja. Macht das mehr Spaß als Politik? Ja, auf jeden Fall. Oh, um Himmels Willen. Glück, dass ich kein Politiker geworden bin. Kann ja noch kommen. Sind Sie nicht sogar mal in die FDP eingetreten? Nee, Freundchen, das war die SPD. Ach so, echt? Soll ich Sie mal damit bewerfen? Ja, machen Sie mal aus Spaß, mal gucken, was passiert. Ey, wir haben ja nur noch 3 Minuten. Jetzt, ja. Jetzt noch mal kurz konzentrieren. Was fehlt noch? Blau! Blau fehlt noch. Ja. Blau, scheiße. Wir müssen jetzt, das kennen Sie nicht, aber wir müssen jetzt Teamwork machen. Ja. So, und jetzt noch mal einfach in die Dinger rein. Die Menschheit ist gerettet. Die Menschheit ist gerettet? Ja, sehr gut, so einfach ist das. Ich wollte gerade mit Ihnen einschlagen und Sie haben sich weggedreht. Ach, Entschuldigung. Das war ein mega peinlicher Moment. Das kennt die FDP doch, diese Momente. Yeah. Puh. Ich schwitze wie ein Affe, ehrlich. Total, das liegt daran, dass wir hier am Strand sind. Also wir haben jetzt 2 Möglichkeiten, Herr Kuhle. Ja, ich würde sagen, wir trinken jetzt. Wir haben noch 2 Minuten. Ja. Saufen oder Bogenschießen? Saufen. Ich fang mal an. Schießen Sie mal auf dieses Ding da. Auf die Scheibe? Ja. Hey! Wann hat die FDP das letzte Mal den Bogen überspannt? Also wir sind konstant in Spannung, würde ich sagen. Wir sind immer unter Spannung. Geben wir uns die. Wieder so eine Politikerantwort. Nee, nicht jetzt mich abschießen, weil ich meine Frage gestellt habe, die Ihnen nicht passt.
So geht's ja nun auch nicht. Die Zeit ist abgelaufen. Eure Zeit 41:36. Wow, gut gemacht. Sie sind ja total, als hätten sie geduscht. Auf jeden Fall, ich bin richtig nass geschwitzt. Ja. Das war eine heftige Aktion. Aber oder? Wir haben es geschafft. Wir haben es hingekriegt. Wir sind wieder in der Realität. Sehr gut. Oder es ist das nächste Level. Ja, stimmt, wer weiß, vielleicht ist das hier auch virtuell. Ja. Mit wem hätten Sie am liebsten die Welt gerettet? Ich hätte gerne Horst Seehofer mitgenommen. Er ist so ein Brain. Mitgenommen. Ja, ja, und hätte ihn vielleicht da gelassen. Das wäre dann eine Möglichkeit gewesen, ihn endlich mal loszuwerden als Bundesinnenminister, wenn er da mitgekommen wäre. Sind Sie traurig, jetzt geht es wieder zurück ins triste Leben eines FDP-Politikers? Alles gut, wir haben Spaß. Sonst noch irgendwelche letzten Worte, die Sie irgendwie... Es war der Knaller. Wir haben die Welt gerettet und es ist möglich. Wenn man sich anstrengt und ein paar gute Ideen hat, dann geht es. Auch wenn man eine Begleitung hat, die sich überhaupt nicht anstrengt und überhaupt nicht mithilft. Man kann es schaffen. Es ist möglich. Sagt ein Politiker von der FDP. Tschüss. 100 Das ist ja so, als wäre ich in den Videos direkt drin. Und auch der Abo-Button, der ist total riesig hier. So, abonniert. Müsst ihr auch mal machen. Und man kann ja total leicht in die Videos reinhüpfen. Das bin ja ich bei der AfD-Sommerparty. Seid mal alle leise, Leute. Der war gut.